Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Zusi 3. Wir fahren eine Baureihe 215 mit einer, ich glaube, Überführungsfahrt auf der Strecke Grenzlandbahnen. Das ist eine Strecke, die ich noch nie gezeigt habe. Wir spielen im Jahr 1979 und ja, machen eine Überführung, glaube ich, weil wir halten auch nicht. Aber ich wollte die 215 mal fahren, da hatte ich Bock drauf. So, steigen wir mal ein. Und wir fahren mit dem Bufferplan. Denn Ebola ist ein bisschen nicht so ganz realistisch, sage ich mal, für dieses Fahrzeug. Ah, und für die Zeit. Ich werde auch wieder mit älteren Fahrzeugen der Ebola fahren. Ich hatte ja mal eine Umfrage gemacht, da wurde ja gesagt, dass ihr eher auch ältere Fahrzeuge mit Ebola fahren wollt. Aber ich hatte mal wieder Bock, hier mit dem Bufferplan zu fahren. Und dann habe ich den auch direkt auf alles auf meinem Bildschirm. Das passt ganz gut. So. Wir stehen in Aachen, haben schon mal Ausfahrt und können hier mal alles vorbereiten. Ist gelöst, die Zugbremse wird auch. Die Lokbremse ist auch gelöst, die Zugbremse ist auch gelöst. Richtungswende ist eingestellt. Und die Sicherungssysteme sollten auch alle an sein. So. Dann können wir mal langsam aufschalten. Und dann geht es los für uns. Der Sound klingt schon mal sehr, sehr gut. Ich liebe diesen Sound von den Dieselloks. Und Zusi hat ja auch geilen Sound teilweise. Da kommt der nächste Zug rein. Ist das schön? Ja, was ist das für einer? 141 wahrscheinlich. Mit einem Personenzug. Schön noch diese N-Wagen. Ausfahrt hier mit 40. Passt auch. Wir haben eh langsam Fahrt. Und dann dürfen wir 80, 90, 100, 110. Ich glaube, schneller wird es dann heute nicht. Genau. Fahren, ich glaube, eine Viertelstunde oder sowas. Das ist wieder so, ich mache in letzter Zeit sehr viele kurze Zusi-Folgen. Wir machen auch mal wieder richtig stundenlange Zusi-Folgen, wo ich die eigentlich lieber im Stream machen würde. Deswegen, ich finde eigentlich die Länge von einer Viertelstunde für so ein Video ganz schön. Müsst ihr mal sagen. Ich glaube, es passt ganz gut. Und schön, dass wir auch wieder ein bisschen historisch unterwegs sind. Was ist das denn für ein Fahrzeug da? Sieht aus wie ein Schienenbus, der verlängert wurde. Interessante Fahrzeuge. Interessant. Ich mache nochmal ganz kurz weg, weil ich gerne ein Thumbnail eventuell hätte. Und ich mag die Lackierung auch sehr gerne, ne? Orientrot oder was ist das? Könnte sein, ne? Fitz ist fast aus wie Verkehrsrot. Sehr cool. So, wir gehen wieder rein. Ich fürchte, wir sind fast schon zu schnell. Wir gehen wieder auf F7, damit wir den Fahrplan haben. Und wir fahren ein bisschen schneller als 40. Wir müssen ein bisschen wieder runter. Bin schon wieder am Rasen, aber das kennt man ja nicht anders von mir, oder? So, gleich dürfen wir dann auch. Ach, Langsamfahrt ist auch schon wieder angekündigt, okay. Wir dürften gleich kurz mal hochbeschleunigen. Aber Langsamfahrt ist auch schon wieder angekündigt. Und man merkt schon, ich brauche wirklich ein bisschen, bis die Bremse gelöst ist. Oh, da kommt wieder so ein Fahrzeug entgegen. Ja, cool aus. Das müssen wir auch mal fahren. Können wir das fahren? Das sieht aus wie ein verlängerter Schienenbus, finde ich. Also wie so, ja, von der Länge gefühlt zwei Schienenbusse. Nur halt in der Mitte noch eine Tür. Ich würde gerade fast sagen, zusammengeklebt. Jetzt erinnere ich mich gerade an. Kennt noch jemand die Top Gear Folge, wo sie so zwei Autohälften zusammenkleben? Das erinnert mich gerade daran. Waren da zwei verschiedene Autos. Das war so Limousinen, die sie da gebaut haben. James May hat sich da so ein Auto aus zwei verschiedenen Autos zusammengeklebt. Super cool. Gute alte Top Gear noch, ne? So, ich finde die Strecke schön, ne? Wir fahren ja ziemlich viel durch die Stadt. Wir fahren ja eine ganz andere Strecke als die. Die es in TSW gibt, glaube ich. Ja, genau. Die TSW ist noch ein bisschen anders. Sehr interessant. Und hier auch nochmal Langsamfahrt angekündigt.
Und eine 60. Also Langsamfahrt mit 60 angekündigt. Das heißt, wir können auch auf die 60 hochbeschleunigen. Ganz so kriechen. Schon wieder Langsamfahrt angekündigt. Aber nur Langsamfahrt. Das heißt, ich würde jetzt wieder von 40 ausgehen, logischerweise. Dann werden wir hier rüber geführt. Aber die Fahrt gefällt mir gerade richtig gut. Wir haben richtig was zu tun. Was uns das Ausfahrsignal dieses Bahnhofs sagt. Ob es uns eine 40 oder eine 60 vorgibt. Wir sollten ja eigentlich erstmal von 40 ausgehen. Deswegen. Der Fahrplan sagt auch nicht 60. Aachen West, der sagt 90. Dann gehe ich von der 40 aus, die wir haben. Die 60 waren tatsächlich dann drin. Ne? Wir sind jetzt Aachen West, müssten wir sein. Langsam fahren mit 60. Also dürfen wir auch wieder hochbeschleunigen. Weil bei uns steht hier 90. Ne? Wir sind Aachen West durchgefahren. Das heißt, bei uns steht 90 im Bufferplan. Von außen. Ich weiß, Zusi ist nicht das Außenguckspiel, aber. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Das sieht so cool aus hier mit den alten Loks und so. Ach, wir sind nicht zu selten auf den alten Strecken unterwegs. Ich mag das sehr gerne, vor allen Dingen alte Dieselpower. Sehr, sehr cool. So, das ist Aachen Westgang Güterbahnhof. Wir sind Kilometer 6.0. Das heißt, rein theoretisch dürfen wir 90, aber wir haben ja immer noch eine 60er Vorgabe. Wenn das nächste Hauptsignal Fahrt anzeigen sollte, dürfen wir dann auch mal wieder 90 fahren. Dann gleich sogar 100 und 110. Frau Max dürfte die 140 haben. Langsam Gang 100 und Schnellgang 140. Okay, wie stellt man das denn ein? Schnellgang. Muss nur gucken. Weiß ich gar nicht. Soll man was umschalten oder? Was steht hier? Ich würde sagen Langsamgang oder so. Dann steht da. Eine Art Lauben können sich die Ziffern. Ist jetzt auch nicht so super klar. Ich würde sagen, da steht hier Langsamgang 100, Schnellgang 140. Was, jetzt habe ich nicht auf Signal geachtet. Warte. Trick 17. Ja gut, das wird mir jetzt eh halt anzeigen. Ne, es zeigt noch den Signalbegriff an. Das heißt, hoch auf die 90, glaube ich. Wir sind bei Kilometer 72. Ja, auf die 90. War voll aufgeschaltet hier. 7,6 sind wir. Sie macht. Vielleicht müssten wir dann auch 8,3 sein und dann können wir auf die 100 hoch. Waren wir, glaube ich, gerade. 8,4. Jawohl, gleich müssten wir 100 fahren dürfen.
Oder eigentlich schon jetzt. Wollen wir mal auf die 100 hochgehen. Dürfen wir schon rein theoretisch schon 110. 9,2. Ich glaube, jetzt können wir überall durchkacheln. Mal gucken, wie viele Kilometer haben wir überhaupt bis Herzogenrath? Ich sehe das gar nicht. 16,1. Ah, da ist noch ein bisschen Kilometer. 9,6. Kilometer 16,1, die Herzogenrath. So, 110 dürften wir. Ich weiß nicht, ob wir dafür eigentlich den Schnellgang umschalten müssen. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, wie das geht. Wir fahren einfach mal 110 jetzt mit der hier so. Und der nächste Zug kommt entgegen. Aber schön viel Verkehr hier auch. Gefällt mir gerade richtig gut. Formsignale! Jawohl, ja. Schön ein paar Formsignale dazu. Was ist jetzt für ein Halt? Das Kohlscheid? Ja, ne? Vermutlich das Kohlscheid. Weiterhin für uns Fahrt. Noch nicht so schnell werden, wir werden ja ein bisschen schnell. Ich bremse mal so ein bisschen ein. Die macht Geräusche, die Lok hier. Sehr cool. Ich fahre ziemlich bergab, deswegen sollten wir ein bisschen nochmal einbremsen. Wir dürfen nämlich echt nur 110 und fahren die ganze Zeit irgendwie 112 oder so. Komm, bremsen wir ein bisschen. 13,2. Jetzt geht er mal richtig schön in die Bremse. Geräusche. Ich habe das Gefühl, ich mache wieder die Lok kaputt. Sehr cool. Oder wir sind halt so ein internationaler Zug, aber ich weiß nicht. Ein LR klingt nach irgendwie Überführung. Wir haben ja nicht mal in Aachen gehalten. Wäre auch noch durchgefahren. Weiter geht's für uns. Wir werden auch wieder schneller. Wir müssen wieder ein bisschen einbremsen. Und weiter in Fahrt. Das Vorsignal sagt uns auch. Weiter geht's. Wir sind bei Kilometer, ich weiß gar nicht. Müssen wir mal schauen. 15,0. Wir nähern schon dem Ende der Fahrt. Der Kilometer ist schon wieder zu Ende. Jetzt bin ich gespannt, ob wir in voller Fahrt das Ende der Fahrt haben. So, wie sieht es nämlich aus? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben Halt. Halt erwarten. Schaffen wir, oder? Sollte funktionieren. Das ist das Ausfahrsignal hier. Ich glaube, wir werden gleich stehen. Habe ich doch viel zu spät für ausgelöst. Ja. Das hat kein moderner Zug hier. Geht, wir können langsam drauf zurollen, das geht ja auch noch. Ich würde eigentlich den rausnehmen, ja.
Perfekt. Das war unsere Fahrt, 68%. Einmal schlechter Fahrstil, Verspätung maximal 9 Minuten. Minimal 5. Habe ich zu spät? Bin ich zu spät hier reingegangen in die Fahrt? 7% maximale Überschreitung. Ja gut, deswegen einfach so, weil wir wieder zu schnell waren. Hier waren wir die ganze Zeit zu schnell. So. Ja, das hat uns einige Punkte gekostet. Ja, es war wieder sinnlos Punkte und Prozente verschwendet. Aber die Fahrt hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. Fand ich sehr cool. Ich hoffe, sie hat auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.